hold for a very important message. So, wir sind da. Hallo. Hallo. Na? Na, du? Wie geht's dir? Gut. Sehr gut. Bisschen müde, aber ansonsten geht's mir gut. Und dir? Show must go on, ne? Ist der Show must go on, ja. Ist so. Ja, sag mal, wie bist du denn zurechtgekommen mit dem Schneiden? Ja, und wie geht's dir so eigentlich? Hast du mir? Ja. Warum? Schneiden war ein richtiger Abfuck. Ich habe auch schon geile Kommentare gelesen. Oh, der Schnitt ist aber ganz besonders gut. Ja. Da hat auch so lange gedauert. Das haben die nur gemacht, um mich zu motivieren, dass ich das weiterhin mache, damit die Videos weiterhin stattfinden, glaube ich. Wir gucken gleich mal rüber. Ne, na, danach und gucken, vielleicht kann man ja noch das Leben mal ein bisschen erleichtern. Ja, ich glaube, du musst mir dann noch ein bisschen zeigen, wie das so richtig funktioniert, dass es schneller geht, weil ich habe ungelogen über 10 Stunden oder so gebraucht. Also wirklich, Hälfte. Locker. 15 eher. Ja? Ja. Also ich habe das letzte Mal, als ich es gemacht habe, 8 gebraucht. Ja, siehst du? So, ist schon weniger, ne? Es ist weniger, aber ja. Es ist auch sehr, sehr viel, ne? Ja, es ist wirklich immer, wisst ihr, wie viel Aufwand es ist, damit wir hier ein bisschen euch Unterhaltung bringen. Ja, weil viele sagen, ja, hey, Lara machst du nicht und ja. So, aber ich glaube, wenn ich jetzt mit jemandem was zusammen mache, dann sage ich immer, die dürfen schneiden. Ja, okay. Schade. Ich glaube, Lara kann nicht cutten, oder? Nee, ja. Noch nicht. Ja gut, ich auch nicht, offensichtlich. Also am Ende hast du ein Video hingezaubert. Ja. War gut, ne? Ich musste zwar alles überarbeiten, aber nein, Spaß. Nein, das ist wirklich gut gemacht. Ja, und wir sind hier heute wieder auch mit deiner Fashion. Yes, ne? Of course. Wir haben die Outfits quasi geswitcht. So, wir haben die Seiten getauscht und die Outfits getauscht. Du heute im Cardigan, ich heute im Polunder. Und ich habe heute auch die Socken an. Ja. Für die ganzen Fußfetischisten unter uns. Du hast schwarz. Ja. Und ich habe so Sand, ne? Richtig. Genau. Die gibt es im Doppelpack. Also 4 Stück dann insgesamt. Nee, ein paar so. Aber ja, vier Socken, ja. Ah, geil. Okay. Ja, und heute habe ich lange Arme. Ich habe es jetzt mal offen gelassen. Das ist ja auch das, nennst du es Unterhemd oder Top? Tanktop. Ah, okay. Mhm. Das Tanktop, was es jetzt in der neuen Kollektion gibt, und das könnt ihr entweder zeigen oder nur so halb zeigen. Auf jeden Fall ist hier deine Schissor. Ja. Also insgesamt vom Branding her ist alles relativ minimalistisch. Ihr habt keine riesigen Logos oder sonst was irgendwie drauf. Sondern hier haben wir das kleine VIP-Etikett. Bei der Hose ist auch nur ein kleines VIP-Etikett hinten dran. Und hier haben wir so ein Canvas-Patch, wo das Logo eingestickt ist. Aber alles Ton in Ton, also nicht sehr aufdringlich. Ja, nee, finde ich auch. Du hast es auch, ne? Ja, genau. Ja, es sticht wirklich nicht so doll ins Auge, wenn man sieht, dass es da ist. Richtig, aber ich lasse die Designs für sich sprechen, da muss nicht so viel Logos drauf. Das finde ich halt so geil, dass es so anders ist. Ich sage das immer wieder, ne? Ja. Aber ich mag echt anders. So, guck mal. Ich lasse immer wieder ein bisschen was einfallen, ja. Ja. Aber du findest es auch immer wieder so eins der Elemente. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel diese Schnitze seitlich. Die hast du da natürlich auch. Ja. So, und beim Hoodie hattest du das auch schon, dass du hier die Schlitze hattest und so. Und das hast du jetzt hier auch. Ja, genau. Das immer wieder so ein bisschen auf. Ja, nice, das ist dein Markenzeichen. Ist so, ne? Und was gibt's für die Schnuffelhasen? Für die Schnuffelhasen gibt's auch einen Rabattcode. Du hast die Website verlinkt? Weil ich habe ein paar Kommentare gesehen, wo die Leute geschrieben haben, wo gibt's denn diese Mode zu kaufen? Ab heute gibt's auch den Link unten, der auch anklickbar ist. Super. Anscheinend musste ein HTTPS vorneweg. Ja, du machst es ja noch nicht so lange, deswegen ist es schwierig. Oh Gott. Aber es ist www.schizo.eu, das steht auch hier. Und da kommt ihr dann hin. Und mit dem Rabattcode Schnuffelhase bekommt ihr 15% Rabatt auf alles. Und ich meine, einige Bestellungen sind ja reingegangen, also haben es ja einige hinbekommen, ne? Das stimmt. Wollte ich nur mal sagen. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Man sagt ja manchmal, es gibt keine dummen Fragen. Aber jetzt hör auf, die zu beleidigen. Das sind die nettesten Menschen aller Zeiten. Das ist so. Ja, falls du neu bist auf diesem Kanal, würde ich mich freuen über dein Abo. Lass ein Abo da, aktiviere die Glocke. Sei kein stiller Zuschauer. Ja, Mann, sei kein stiller Zuschauer. Lass uns wissen, was du denkst über den Schnitt und so. Und jetzt kommst du mit RTL Plus. Richtig. Ihr könnt unter anderem die Bachelors bei RTL Plus immer schon eine Woche vor allen anderen schauen. Und über Sunny bekommt ihr das vergünstigt. Ihr bekommt den ersten Monat gratis und die nächsten beiden Monate 50% rabattiert. Und den Link dazu findet ihr ebenfalls unten. Und der funktioniert dann auch. Ja. Genau. Und jetzt legen wir los. Celine, Larissa, Barbie, Lavi und Laura, die haben sich irgendwann dann Mäusegang genannt. Jeder so, wie er will. Ja,
Das ist so angetan davon. Krass, wie schnell das geht, ne? Was denn? Dass die Leute sich so eine Gang-Dynamik, meinst du? Ja, ja. Mhm. Das ist voll wichtig, damit die quasi so eine Zugehörigkeit haben, ne? Kann sein, ja. Also, weiß ich nicht, ich finde sowas, also es ist ja schön, wenn die sich so untereinander gut verstehen und so. Aber ich mag so Abkapseln nicht. Ich habe Leonie ausgesucht, weil ich das Gefühl hatte, dass wir einfach so eine Verbindung hatten. Ich habe Leonie ausgewählt, weil die andere ja dann schon nach Hause fahren wollte. Stimmt. Aber eigentlich hätte ich sie gar nicht ausgesucht. Ich habe leider gegen den Ex verloren. Naja. Nee, ich habe leider gegen Nordafrika verloren. Stimmt, das war die, ne? Ja, die ist ja gut. Das ist kein großer Verlust, Bruder. Das ist besser so. Viel besser, ja. Vielen Dank. Willst du noch eins? Nee, das reicht jetzt. Ich bin eigentlich vor jedem Treffen aufgeregt. Ich hoffe, das legt sich gleich, wenn Sebastian da ist. Aber ja, gehört einfach dazu. Bist du aufgeregt vor Treffen? Ich glaube, ich bin da nicht der Richtige dafür, weil ich treffe. Allgemein nicht. Für Treffen? Ja, wen soll ich denn treffen? Also neue Leute, meinst du jetzt? Mich zum Beispiel? Warum soll ich da aufgeregt sein? Bist du nicht, ne? Nein. Und wenn du zurückdenkst, wenn du jemanden zum ersten Mal getroffen hast, so Date-Kontext und so? Ja. Oder die Eltern ja. Von deiner Freundin? Ja, ich kann mich schon an Situationen erinnern, wo ich gut nervös war. Das auf jeden Fall. Das ist schon lange her. Mhm. Jetzt hat sich das so ein bisschen gelegt. Jetzt gibt es andere Dinge, wo ich nervös bin. Aber von so Leute treffen bin ich nicht mehr so nervös. War früher aber schon so. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ja, ich will mir das komplett gänzlich abgewöhnen, weil ich finde, also mir hat das mal ein Kumpel gesagt und seitdem ist es voll in meinem Kopf, da wollte ich einen meiner engsten Kumpels bekannt machen mit meinem damaligen Freund und wir waren auf dem Weg zum Treffen und ich war super aufgeregt, keine Ahnung, mehrere Gründe. Und er war normalerweise auch immer so und er dann so, weißt du, ich habe gerade einen Podcast gehört vor ein paar Tagen und aufgeregt sein ist voll egoistisch. Egoistisch? Mhm. Weißt du warum? Nee, so weil du in dem Moment denkst, irgendwie, du denkst nur an dich. Weil wenn sich zwei Leute treffen, die sich vielleicht noch nicht kennen, oder du triffst jemanden, den du nicht kennst und du bist nur aufgeregt, weil ich bin in solchen Momenten immer nur mich am Fragen, wie komme ich an, wie werde ich wahr angenommen, bla bla. Aber dann drehen sich deine Gedanken ja nur um dich. Der andere ist ja auch aufgeregt und alles ist irgendwie aufregend. Also, ja, aber ganz kurz. Hatten wir das schon mal, das Gespräch? Ich meine mich daran erinnern zu können, aber... Vielleicht habe ich es auch nur in deiner Story mal gesehen oder so. Okay. Aber ich finde es jetzt nicht egoistisch, weil es liegt auch nicht in deiner Verantwortung, dir Gedanken darüber zu machen, wie der andere sich fühlt. Du bist ja nur für dich verantwortlich. Und du suchst es dir auch gar nicht aus. Deswegen finde ich, passt der Ausdruck egoistisch nicht. Du suchst es dir ja nicht aus, darüber nachzudenken. Du machst es ja nicht gewollt. Aber man kann es ja bearbeiten. Ja klar, du kannst dir schon sagen, hey, es gibt keinen Grund, nervös zu sein. Das schon. Ja. Aber ich finde es egoistisch passt nicht so ganz, weil... Egoistisch würde ja bedeuten, ist mir egal, wie es ihm geht. Mhm. Hauptsache, ich zähle irgendwie. Aber dann kommt noch mit dazu, dass man sich das ja gar nicht aussucht. Ich finde, man handelt nicht egoistisch, wenn man selbst keine richtige Kontrolle drüber hat. In dem Moment, oder? Weiß nicht, für mich war das irgendwie so einleuchtend. Ich dachte mir dann so, ja, denk doch nicht so viel drüber nach, wie du ankommen wirst, sondern... Schon, aber ich würde, also da gebe ich ihm recht in dem Punkt, aber ich glaube, aus einem anderen Beweggrund würde ich jetzt sagen, weil... du nicht unbedingt wirklich einen Grund hast, nervös zu sein. Wenn du jetzt wirklich Leute auf rein privater Basis kennenlernst, gibt es eigentlich wirklich gar keinen Grund, nervös zu sein, weil es wird sich ja dann innerhalb des Treffens herausstellen, habe ich mich so gefühlt, als kann ich wirklich hundertprozentig selber sein oder muss ich mich irgendwie verstellen, weil dann wird es ja erst unangenehm. Mhm. Es wird dir ja erst unangenehm, wenn du irgendwas von dir geben musst, was du eigentlich gar nicht von dir geben willst oder so. Naja, oder weil du dann dich hässlich fühlst oder irgendwie sowas. Das kann ja auch alles mit dazu kommen. Ja, natürlich, aber ja... Kann schon sein, aber wenn dann das Gegenüber dir das Gefühl gibt, dass er Wert drauf legt, dass du gefälligst besser auszusehen hast oder irgendwas, ja, dann solltest du auch diese Bekanntschaft nicht weiterführen. Weißt du, ich meine? Okay. So, also deswegen, es macht viel mehr Sinn, meiner Meinung nach, gefühlsmäßig da völlig unvoreingenommen reinzugehen, ohne Nervosität, weil du merkst ja sofort, ey, wenn da negative Gefühle auftreten, in irgendeiner Art und Weise, dann braucht man das ja auch nicht weiter verfolgen, das Ding. Also wozu dann nervös sein? Weißt du, was ich meine? Wir driften uns so richtig ab mit dem Thema. Hey, übel. Was reden wir? Das ist bei Minute 7 direkt 40 Minuten geredet. Wir machen heute einen Rundflug über Kapstadt. Ich weiß, was du sagen willst. Ja? Orange ist ihre Farbe.
Das war 1:1 der Wortlaut gerade in meinem Kopf. Das war creepy. Heftig. Das war creepy. Ja, ja. Sie weiß, wahrscheinlich war sie bei einer Typberatung und die haben gesagt, orange, süße, Trickkiste, blonde Haare, orangene Farbe. Okay, als du gesagt hast, ich weiß, was du sagen willst, dachte ich, okay, du weißt es wirklich, aber du hast 1:1 die Gedanken, die mir im Kopf waren, ausgesprochen. Ja, wir sind jetzt mittlerweile verbunden wegen der Kleidung oder so, ne? Wahrscheinlich. Ja. Hey, warte mal, ist übrigens kalt, ich habe eine Decke. Danke, warte. Ich hab mal vergessen. Okay, pass auf. Wir müssen jetzt einmal nach da vorne gehen, da habe ich etwas Kleines vorbereitet. Was? Ich finde es so ein bisschen lächerlich, dass sie immer so tun müssen, als hätten die das alles organisiert, als wären die so die Reiseveranstalter, weißt du, ich meine so, ja, ich habe da was vorbereitet, ja, genau. Das ist vor 10 Minuten selber erfahren, ne, so, wo es ja, gleich hingeht. So. Ja. Ja, klar, du hast das Flugzeug gechartert, ja, genau. Also nicht mal das Geld dafür, ja. Noch nicht. Mhm. Obwohl, ich ja, glaub, stimmt, Key Account Manager. Ich wollte gerade sagen, Key Account Manager. Bei den Eltern. Und? Richtig. Oh mein Gott, Eltern. Ja. Ich habe einen Kommi gelesen, da stand, dass wir die Mutter von dem Hamburger voll geslutshamed hätten, weil wir meinten, sie sieht so geil aus mit 60. Oh, das ist kein Slutshaming, Leute. Habt ihr was komplett falsch verstanden? Das ist allerhöchstens, ich habe mir heute beim Gassigehen drüber Gedanken gemacht, das ist allerhöchstens so ein bisschen Druck aufbauen, dass man, also hätten wir so reagiert, wenn sie, sagen wir, anders gealtert wäre. Also ich glaube, die Mutter ist auch ein bisschen gemacht, so, yeah, um ehrlich zu sein. Aber wenn sie, wenn wir jetzt zum Beispiel Sarah Jessica Parker gesehen hätten, die Hauptdarstellerin von Sex in the City. Boah, die alte, kennst du hier, ist, ja? Die alte, kennst du die? Natürlich. Okay, die altert ja ohne Botox und so, ne? Mhm. Hätten wir dann so reagiert? Nein. Würde ich jetzt nicht sagen, du bist auch eine voll die schöne Frau. Ja, aber warum haben wir bei der Mutter so gesagt, dass sie so eine Bombe sei? Du hast gesagt, die Mutter ja. Ist eine Sau. Erstmal, er war das, ich war das nicht. und wir haben es ja nicht in irgendeiner Art und Weise negativ ausgelegt. Also nichts ja, an dem, was wir gesagt haben, war negativ. Es war vielleicht von der Ausdrucksweise nicht, was weiß ich, so krass korrekt, aber war, die Intention dahinter war ja durchaus positiv. Wir hätten vielleicht mit der Wortwahl noch ein bisschen höflicher sein können. Aber mein Gott, wo sind wir hier? Ja, ich weiß. Ich kann mir halt noch vorstellen, dass wenn ich, also wenn da zum Beispiel eine 60-Jährige vor dem Bildschirm ist, die jetzt vielleicht anders aussieht, faltiger beispielsweise, was ja auch okay ist, dass die sich dann so denkt, ach so, weil die da jetzt so durchoperiert ist, finden die geil, aber wenn jemand in Würde altert, dann nicht. Ich glaube, das war vielleicht das Problem. Ja, aber das ist einfach eine Annahme, die so nicht stattgefunden hat. Weiß doch keiner, wie die reagiert hatten, wenn die anders ausgefallen Erstens sind. Das und zweitens ist das ja auch, kann man das sagen, dass es das so eine Geschmackssache ist? Natürlich. Na? Das ja, andere Optik, sagt, Optik ist immer Geschmackssache. Mhm. Und wir hätten ja auch einfach jetzt die Optik gar nicht kommentieren können. Das ist das Korrekteste, was man machen kann. Mhm. Ja, aber dann brauchen wir das Video jetzt auch nicht aufnehmen. Wenn wir das nicht machen, oder? Also, weiß ich mal. Nee, ich weiß, also, da war mir im Kopf. Ich wollte irgendwie nochmal drüber reden. Ja. Und euch auch nochmal den Raum geben, darüber zu reden. Also, ja, so. Warum nicht? Also, nichts, was wir gesagt haben, war irgendwie negativ. Oder, weiß ich mal. Wie du mich so beruhigst. Also, nichts, was wir gesagt haben, alles war in Ordnung. Ja, alles war in Ordnung. Keine Sorge. Du hast ein Kompliment gemacht, das vielleicht eine derbe Wortwahl beinhaltet hat, aber das war's auch. Und ich fand's nicht mal so derbe. Okay. Deswegen. Also, stopp aus. Slutshamer. Ich bin alt. Also, wenn es eins gibt, was ich nicht bin, kein Slutshamer, dann bin ich kein Slutshamer. Ja. Mach, was du willst. Ja. Mach, was dich glücklich macht. Ist mir egal. Ja, ja. Wirklich. Ja, jeden Freitag, jeden Samstag. Mach, wenn du Bock hast. Wenn es dich erfüllt, warum nicht? Ja, eben. So, weiß ich meine. Was spricht dagegen? So wirkt er auch, wirklich. Er ist gar nicht so, wie ihr denkt. Ich bin wirklich ganz anders, wie man denkt, ja. Ja. Wir driften so heftig ab. Ja, Mann, ja, Mann. Wir müssen echt eigentlich einen Podcast machen. Auf unser Date? Auf unser erstes gemeinsames, richtiges Date. Richtiges Date. So. Schön, okay. Oder? Ja. Sehr gut. Ich finde ihn richtig gefährlich. Gefährlich? Ja, weil er gibt mir sogar über den Bildschirm so das Gefühl, keine Ahnung, ich denke mir sie weg und denke mir, ich bin da. Und er würde mir direkt das Gefühl geben, wow, I'm the one and only. Findest du nicht? Der hat so ein richtig charismatisches, authentisches, warmes Ich und ist so, ja, auf unser erstes Date. Und für dich ist es direkt ein Warnsignal. Das ist schon ein bisschen schwierig. Weil eigentlich ist es doch, du sagst, er gibt mir ein warmes Gefühl und gleichzeitig sagst du, gefährlich. Ich find's gefährlich, weil er hier noch
10 weitere solche Dates haben wird. Ich bin immer so, hör mir mal zu. Du bist einfach ein Mimi. Aber du bist nur mir gefälligst ein warmes Gefühl. Ich bin die Einzige, obwohl du mich erst seit 2 Sekunden kennst. Ja. Nein, ich bin vorsichtig bei Menschen mittlerweile, die mir das Gefühl geben, dass sie quasi krasse Gefühle, Emotionen beliebig oft replizieren können. Ja. Weißt du, so auf 100 Leute schüben können. Mhm. Gebrandmarkt, okay? So, und deswegen, wenn das so authentisch ist, ich weiß es so authentisch rübergebracht, als wenn sie jetzt schon, ne, das alt werden würde mit ihm. So fühlt sich das für mich ein bisschen an. Wie findet ihr das Date so? Crazy. Richtig gut. Die sind ungenommen seit 5 Sekunden auf dem Boot und bei dir gehen schon Alarmglocken an, wenn die angestoßen haben. Ja. Also ich finde, es ist schon ein bisschen voreilig. Okay. Bisschen voreilig. Ich beruhige das ein bisschen, ja. Ja, ich auch sagen. Nee, ist schon wieder gefährlich, guck mal. Das Flugzeug startet jetzt, das ist zu gefährlich. Ich habe extra das kleinste Flugzeug so genommen, dass ich schön nah an dir dran bin. Ja, ich merke schon. Unabhängig, dass wir eng beieinander saßen, war sofort ihre Hand auf meinem Oberschenkel. Ich sag ja, sie hat eine Trickkiste. Ist so. Direkt Hand auf Schenkel. Zillys bouncen im ersten Date. Naja, nicht, ich sagte schon nicht, dass sie jetzt im Flugzeug auch bounce. Könnte ganz schwierig werden. Schauen wir mal. Ich bin ja noch nicht so 100% schlau aus dir. Es waren ja jetzt bisher nur so 2 kurze Momente. Die haben sich beide einfach wirklich super angefühlt bisher. Und dachte mir so, hey, schauen wir mal, was da hinter dieser unglaublichen Powerfrau noch steckt. Dass man da auch für eine Scheiße labern muss, ne? Ich habe dich ja jetzt noch nicht 100%ig gelesen auf den 2 Dates. Da habe ich so, ja, schauen wir mal, was dahinter steckt. Ja, schauen wir mal. Weil das sind 5 Jahre zusammen teilweise und steigen nicht komplett hinter die Person. Das ist so ein Scheiß, ja. Was sie da so anbieten müssen, ne? Ja, das schauen wir mal. Aber gut, ganz ehrlich, die ersten Konversationen, die man so beim Kennenlernen hat, sind doch alle ein bisschen, weiß ich nicht. Aber ich, guck mal, er sagt zumindest gleich, weißt du, was ich gut finde? Was? Er sagt, die ersten 2 Momente, die ich mit dir hatte, haben sich gut angefühlt. Das finde ich auch genau gut. Er hat gleich seine Gefühle einfach besprochen, sozusagen. Und er hat gesagt, ey, das war positiv vom Gefühl her. Er hat nicht gesagt, gut. Du bist gut, ne? Oder ich finde dich gut. Genau, er hat nicht gesagt, ich finde dich gut. Ja. Wie so, keine Ahnung, die so Gefühle. Ein 6-Klässler, der noch einen Zettel in die Hand drückt, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht, ich finde dich auch gut. Ja. Und hat nicht nur gesagt, ja, du sahst voll geil aus, war voll geil. Was er aber eigentlich meint. Orange, voll geil an dir. So, sondern hat halt gleich irgendwie solche Worte gefunden. Finde ich nicht schlecht. Ja. Ich muss aber was dazu sagen. Was? Ey, die teilen sich 0,3 Quadratmeter, okay? Ja. Sie sagt, Dennis sucht auch die Nähe. Wo soll er hin? Soll er selber fliegen vorne oder was? Oder soll er hinten dranhängen oder wohin? Er sucht sie krampfhaft auf die Nähe. Oh Mann. Auch im Leben so. Ich gehe meinen Weg, ich mache, was ich möchte, auch beruflich. Ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen, was sie da erzählt hat. Sondern da war, glaube ich, gerade so ein Augenblick, wo mein Kopf gerade an was völlig anderes gedacht hat. So meine Ohren waren irgendwie so leicht auf Durchzug. Woran? Erzähl, was du willst. Mir egal, zeig mal deine Titten jetzt. Alter, das hätte ich ja nicht zugegeben an deiner Stelle, ehrlich gesagt. Aber man hat es auch richtig gesehen. Er ist so voll weggeschriftet. Jetzt so ein Tittenfick oder so. Hier auf dem Katamaran. Ist mir scheißegal, was deinem Mann wichtig ist. Ich weiß, was mir gerade wichtig ist. Guck, da kommt es wieder durch. Er sagt, sie hat ihm schon den Kopf verdreht. Yeah. Oh Mann, ob das so. Aber nur ihre Optik. Das ist eigentlich ein richtig schäbiges Kompliment, finde ich. Also, das, was aus deinem Mund rauskommt, ist so unwichtig. Ja. Dein Aussehen macht so viel mit mir. Mhm. Einerseits ja, natürlich ist es trotzdem schön irgendwie, aber. Besser so als gar nicht, ne? Ja, aber trotzdem. Ja, nee, sehe ich genauso. Also, zuhören ist schon ein bisschen wichtiger. Ja, ja. Willst du auch mal heiraten? Ja, also. Er wird gerade richtig rausgerissen aus dem Tippenbums, ne? So, warte mal. Oh Mann. Heiraten. Scheiße, wow. Okay. War ich ja schon mal fast. Ich finde es auch gut, dass wir uns so ein bisschen gegenseitig necken können. Und vor allen Dingen auch, dass er mir wirklich zuhört. Wie du bist. Er hat die Lange zugehört. So. Ja. Mann, ist das, warte mal, welche ist das? Ist das diese, die im Brautmodengeschäft arbeitet? Ich glaube ja. Ja, ja, okay. Und ja. Also ihr ist heiraten wichtig. Also sie verkauft Brautmode. Sie ist Wedding Plannerin. Ja. Sie fragt,
beim ersten Date, willst du eigentlich mal heiraten? Also irgendwie sind da mal wieder die Alarmglocken auf. Ja, bei mir auch. Bis ganz oben. Sie sucht ja nur Hochzeitspotenzial. Richtig. So, ja. Aber das Ding ist, sie fand das gut, was er gesagt hat. Das hat sie schon gereicht. Also ich will das nicht, aber wenn sie das will, dann mache ich das. Ist so, okay, gut. Ja. Er macht es. Also entweder ihre Standard, also entweder ihre Erwartungshaltung ist halt sehr gering. Ja. Oder sie sagt halt, ja, passt schon. Hauptsache, ich habe einmal die Hochzeit. Ja. Sie sagt halt nur, was sie hören will. Kann natürlich auch gut sein. Also mir wäre schon wichtig, dass mein Partner das auch will. Ja. Ich fühle mich an dem Tag, ich will, dass er sich auch freut. Ja, aber das, weil ich habe wahrscheinlich auch ein bisschen eine andere Einstellung zu dem Ganzen, wie viele andere. Nee, aber das geht ja dann trotzdem darum, dass so eine Party, da hat ja wohl jeder Bock drauf. Ja. Auf so eine Party. Also selbst egal, wie viel Wert man auf eine Hochzeit oder eine Ehe an sich legt, aber die Party, warum nicht mitnehmen, ist doch mega geil. Mhm. Weißt du, ich meine? Ja. Das ist eigentlich wie eine richtig krasse Geburtstagsfeier, wo beide zusammen feiern, so. Und man hat Bauchmountfits einfach dazu. Ja, und danach das erste Mal hat, ne? Richtig. Ja. Völlig richtig. Das kann man schon mal mitnehmen. Also ich merke schon, dass sich da was getan hat in meiner Gefühlswelt, dass da schon natürlich erste Gefühle auf jeden Fall langsam hochkommen. Er ist auch so ein Bruder, der hat so viel Netflix geguckt, ne, wie ich. Alter. Gefühle, erste Gefühle. Die haben auch mal halblang. Also, ja. Sexuelle Erregung ist kein, was ich jetzt als krasses Gefühl bezeichne. Die Erektion in deiner Hose, meinst du? Heute war einfach perfekt und das kann kein Dennis besser machen. Aber sie war sich am Ende nicht so sicher, ne? Sie so, glaube ich. Ja, sie denkt gerade so, ah, scheiße, das hätte ich nicht sagen sollen, falls ich vielleicht doch noch umschwenke. Der sieht es ja später. Ja, Mann. Aber sie wird's, aber dass sie daran schon denkt, ne? Wurde schon gefragt, ne? Safe gefragt. Und so, Dennis ist noch geiler. Ja. Also, ich glaube nicht, ja. Ja, aber wenn man den ganzen Tag hier rumgammelt, ne? Und nicht weiß, wann die zurückkommen und das irgendwie übelst lange dauert, ist schon Abfuck, ne? Da fällt dir irgendwann die Decke auf den Kopf. I don't get it, das sind schon wieder so eine Meckerliesen, ne? Du hast auch gerade gesagt, da haben sich schon wieder zwei gefunden. Anstatt das einfach einmal zu genießen, diese Villa, neue Leute kennenlernen, Sommer, Sonne, Digi, entspann dich. Ich verstehe diese Haltung nicht. Also ich kann es gar nicht nachvollziehen. Ich auch gar nicht. Ich könnte nie im Leben da ankommen, in diesem Schloss, Alter, bei diesem Wetter, mit diesem Pool und mir denken, ja, das ist ja Abfuck hier. Die sitzen das richtig ab. Vor allem am ersten Tag. Ja, wie soll das werden in 3-4 Wochen? Das ist wie letztes Jahr, diese eine, die da nur rumgemeckert hat, diese Italienerin. Ah, die Miesmuschel. Weißt du noch? Ja. Hm, ich hab den Namen vergessen. Das ist ganz übel. Aber dann passt das auch voll. Guck mal, das Intro mit dem Hammer, diese Aggressivität und so. Diese grundsätzliche Aggressivität, die sie mitbringt. Ja. Ja, also das ist jetzt hier, also keine Ahnung. Die sind alle hier ein bisschen zu sehr auf dem Gaspedal mit dem, was sie so von sich geben, finde ich. Chillt einfach mal. Die erste Folge, hier irgendwie 19 Minuten, der eine hat schon Gefühle entwickelt und der andere fällt schon die Decke auf den Kopf. Was macht die denn jetzt noch den Rest der Staffel? Was soll das denn? Was soll die Kacke? Ich kenne Leute, ich habe jetzt echt ein paar Leute kennengelernt. Ich habe das erstmal ein paar Mal im Trash-TV gesehen und jetzt habe ich aber auch live Leute kennengelernt, die sind 4-5 Jahre jünger als ich, die sagen, die waren erst einmal im Urlaub. Weil früher immer mit den Eltern campen, aber so richtig weggeflogen, einmal oder keinmal. Das ist gar nicht mal so selbstverständlich, dass man da in so einem geilen Urlaub in Südafrika ist. Ich war noch nie in Südafrika. Ich war auch noch nie in Südafrika, aber du warst dafür ja jede zweite Woche in Dubai. Das stimmt nicht. Da war ja was. Das stimmt überhaupt nicht. Ich war zweimal da. Ja. Und einmal zum Arbeiten, nur ausschließlich. Ja, aber weißt du, manche sind da wirklich... Ja, also ich finde es ein bisschen... Also ich finde es überheblich auch so ein bisschen. Ja. Zu sagen, mir fällt die Leute, das ist ja voll der Abfall, mir fällt die Decke auf den Kopf. Entschuldigung, Prinzessin. Genieß das mal, ja. Süße. Schatz, hat dir jemand mitgebracht? Da sind sie eigentlich. Wie geht's dir? Aber es interessiert eigentlich keinen, wie es wirklich geht, ne? Ganz egal. Die hoffen auch eher, dass sie sagt schlecht oder so. Ja, geht's dir? Okay, scheißegal, ich sag jetzt. Kuss. Hoffentlich war es der Scheiße. Ich gefingert, ist was passiert, sag einfach. Können wir uns einmal so ein bisschen hier beim Sofa versammeln? Ja. Okay, erzähl. War sehr, sehr schön. Zufrieden? Mehr als happy. Habt ihr euch geküsst? Nein. Was machen wir jetzt klatschen, ne? Zwei Sachen. Erstmal dieses heuchlerische Klatschen. Spart's euch. Ja, erstmal alle klatschen, meint ihr wahrscheinlich. Achso, ja. Was für klatschen? Klatschen wir sie erstmal. Weißt du, wofür? Für die tolle Leistung. Oder was? Denke ich nicht. Und zweitens immer dieses, habt ihr euch geküsst? Es ist wirklich das so muss richtiges
Teenie-Gabe. Ja, ich glaube, das muss. Ich glaube auch, oder? Ich glaube, das muss. Wird jetzt vor jeder Ausstrahlung mit einem beauftragt, sagt, ah, übrigens, ja, du, frag bitte. Irgendwie schon, los. Ja. So. Und das Knutschen, das ist wirklich so, wie alt seid ihr? Mhm. Also noch alles erwachsene Menschen darin, ganz komisch. Ja. Und, also es ist aber der Standard, das ist so fest wie, dass es immer eine gibt, die anti ist, es gibt immer eine, die ist zickig, weißt du, es gibt immer so Dinge, die kommen immer wieder. Und ich glaube, sie muss die auch in der Sofa-Landschaft zusammentrommeln. Ah. Ich glaube, die kriegt vorher Anweisungen. Ah. Das können wir sehr gut vorstellen. Das heißt, trommeln die alle zusammen, dass alle zusammen sitzen und dann erzählst du es erstmal, hältst vielleicht 15 mal 10 Sekunden Pause, damit wir Blicke einfangen. Okay. Können wir wirklich vorstellen. Okay. Krass, weil ich fand das nämlich auch irgendwie gerade so ein bisschen unangenehm, dass sie dir so rumdirigiert hat. Die saßen doch schon alle da zusammen. Ist auch einfach in der Küche kurz raus. Nee, ich kann mir vorstellen, aber auch, dass alle eingeweiht sind, dass die wissen, dass sie das machen müssen. Okay. Oder dass nochmal eine Durchsage kommt, weil es ist immer... Doch. Kennst du dir so einen Speaker in der Villa? Gibt es. Wirklich? In der Show, in der ich war, gab es das wirklich. Ach krass. Ja. Das ist ja mega witzig. Ja, klar. Die Regie sagt dann, ey, ihr habt eure Mikros nicht auf oder ey, verpisst euch mal dahin und so. Doch, doch, doch. Wirklich. Das wird ja alles... Jetzt verstehe ich. Das war, jetzt check ich auch. Warum? Es gibt ja immer in allen Villen, egal in welcher Show, gibt es ja so verschiedene Ecken und verschiedene Sitzmöglichkeiten. Ja. Und alle werden ja ungefähr gleich viel benutzt. Immer so. Ich denke so, random, warum sitzen die jetzt genau auf dieser Couch? Warum sitzen die jetzt auf dieser Schaukel? Warum sind die jetzt im Baumhaus? Ja, ja, ja. Ich so, warum so random? Du kannst mit denen reden. Ah, witzig. Ja, dann sagst du Hallo, Regie, und dann sagen die, ja, was ist los? Hey, das Unterbett fehlt. Ah, okay, dann kommt das gleich durch die Hintertür. Okay, oder können wir noch einen Sekt bekommen? Ach, wirklich? Ja, kommt gleich. Ja, ist ja voll geil. Klar. Sind virtuelle Butler im Start. Nein, die sind nicht so zuverlässig. Wie die mich jetzt wahrnehmen, weiß ich nicht genau. Ich hoffe positiv. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die hassen dich jetzt einmal alle. Ich bin so gespannt, das zu sehen, was die geredet haben, wie die geredet haben, wer da wessen Nähe gesucht hat. Ja, war klar, dass er die nicht küsst. Juckt mich auch null, was die vom Date erzählt hat. Null. Digga. Leute, Alter, denn? Was geht? Wo kommt denn der Hass schon so schnell her, Alter? Die wollen, glaube ich, alle einfach Fuß fassen in der Branche. Die wissen, dass sie bitchig sein müssen, damit sie Selbstwert bekommen. Was geht da denn? Hä, das verstehe ich auch gar nicht. Naja. Also, ich kann das verstehen, wenn man sich nicht auf Anhieb riechen kann, ja. Aber wenn du die Leute wirklich, wie sie gerade gesagt haben, dich nur zweimal ganz kurz gesehen hast, warum redest du denn direkt? Aber was willst du auch machen? Willst du jetzt dann am Ende alle 10 Einzeldates analysieren, welche Frau die Nähe gesucht hat oder was? Also ich meine, was juckt dich das? Ich verstehe das gar nicht. Ich freue mich, das später dann zu sehen, 3 Monate später, wer wessen Nähe gesucht hat. An wen hat sie denn jetzt Besitzansprüche? An ihn oder an sie? Oder? Darf sie nicht die Nähe suchen oder hätte sie es anders gemacht in der Situation? Hätte sie nicht die Nähe gesucht oder was? Oder? I don't know. Also ich check das überhaupt nicht. Du hast ja wahrscheinlich so einen ziemlich toughen Kern und vielleicht doch so auch eine verletzliche Seite. Es macht mir auch echt ein bisschen Angst. Ich habe sowas noch nie erlebt, dass man doch so viel gemeinsam hat. Also mit der Aussage liegt er sowieso bei 90% irgendwie richtig. 99. Steffen, ja. Ich habe das Gefühl, dass du einen harten Kern hast, aber halt auch eine emotionale Seite. Das Gefühl hast du? Ja. Krass. Das ist ja beides. Das hat doch irgendwie fast jeder, oder nicht? Ja, ich glaube, also keine Ahnung, das ist so wirklich so eine Aussage, die auch wirklich jeden Menschen zutrifft. Also, oder das ist ja fast genauso schlimm, wie ich sehe in deinen Augen, du hast was Schlimmes mal erlebt. Ich sehe die Verletzlichkeit in deinen Augen. Ja, dass du auch mal Traurigkeit erlebt hast. Ja, wow, Bro. Du kannst echt in die Zukunft, nee, aber in die Vergangenheit gucken. I don't know. Und dann so viel gemeinsam. Das ist wirklich krass. Also, ich finde das wirklich, so eine Eigenschaft, die wirklich auf jede Person zutrifft auf diesem Planeten, zu sagen, oh, wir haben so viel gemeinsam. Das ist wirklich gewolltes Hineininterpretieren in irgendwie so eine Kacke. Man will das passend machen, ne? War für mich schon so, dass eine Welt für mich zusammengebrochen ist. Ich wollte auf eigenen Beinen stehen und einfach so nicht so eine Abhängigkeit haben. Du hast das Gefühl manchmal, jemand anders hat dein Herz in der Hand. Und wenn es die falsche Person ist, dann sticht die da nur mit dem Dolch rein. Und das kann einen natürlich komplett ausnocken. Das ist eigentlich eine perfekte Einladung, um ein Vermeider zu werden. So entstehen sie unter anderem. Nee, ist okay, ich kann es verstehen. Ne? Die Kontrolle will man dann nach so einer Verletzung vielleicht auch nicht so schnell wieder abgeben. Ja, aber das sind ja wirklich irgendwelche Mechanismen, die nicht zielführend sind, was du jetzt beschreibst. Also wenn du da zum Vermeider wirst, ist es ja nicht zielführend. So, das ist mein Goal for 24. Vermeider werden? Ja. Bist du bescheuert? Ist doch geil. Bist du bescheuert? Ich lasse niemanden mehr an mich ran.
Das ist auch so. Und das ist vor allem, als könntest du dir das aussuchen. Klar. Nein. Es gibt Ratgeber, die besagen das. Nein, aber Bullshit. Ich wollte nur einen Witz machen. Ah, ja. Aber es ist viel widerfahren in ihrem Leben. Ne? Und dann kam das Trampolin. Und dann kam das Trampolin. Und die Farbe orange. Und alles war wie weggeblasen. Ja. Ich fühle mich wirklich sehr, sehr wohl in deiner Umgebung. Ja, ich mich auch mit dir. Es war hammermäßiges allererstes Einzeldate. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich es mit dir verbringen durfte. Ich bin auch sehr dankbar. Lass dich nochmal drücken. Ciao. Irgendwie wirkt das so hoffnungsvoll noch, dass was kommt, ne? Ein bisschen. Er verabschiedet sich so von ihr und sie ist so, ja, ich freue mich, ich fand es auch ganz toll, ja. Und dann sie doch einfach alles bestätigen und sagt, ja, ich auch. Wie nanntest du sie? Mrs. Me Too. Me Too-Bewegung. Nicht deswegen, sondern Mrs. Me Too heißt die, die dir immer zustimmen. Ich sehe das genau so. Also, die halt, also mir hat es voll gefallen. Ja, mir auch. Ich fand es voll angenehm. Ja, ich auch. Ja, mir hat es geschmeckt. Ja, mir auch. So, weiß ich nicht. Ja, voll. So, war so ein bisschen. Aber. Ja, aber vielleicht fanden sie es ja wirklich so. Wie sag ich ja? Du bist kann so biestig, ne? Was ist los mit dir? Nur weil du so lange am Karten warst, ne? Ja, richtig. Einen schönen Tag. Und bis hoffentlich ganz bald. Hoffe ich auch. Bis bald. Ciao. Ciao. Du bist ein Cringe. Ja, Cringe. Also die wäre auf jeden Fall available gewesen für einen Guss. Safe. Aber warte mal, draußen ist Nacht, ne? Mhm. Aber sie meinte gerade, schönen Tag dir noch. Aber ja. Sie kann voll so sein, wie sie ist. Sie ist gar nicht aufgeregt. Und alles gut bei ihr. Ja. Hast du mich schon vermisst? Ja, weiß ich. Offene Beziehung. Ja. Abends, ne? Zu Hause wird gegessen. Ja. Die beiden Boys. Aber wirklich, der Hamburger ist, redet wirklich richtig süß. Ne? Voll. So, Schatz, hast du dich schon gespült? Ja, geht gleich los. Ne? Ja, also, hast du das Bett schon aufgehört? So ruhig und unaufgeregt einfach. Oh. Das ist schon, hast du dich auch ein bisschen verfolgt? Nein, aber ich finde es bemerkenswert so ein bisschen. Also du hast halt, du strahlt halt so eine Wärme aus, ne? Zurück, also es ist zwar zurückhaltend, aber nicht so unterwürfig. Aber deswegen halt irgendwie angenehm. Da sind, glaube ich, schon viele drauf reingefahren. Ja, gefährlich. Gefährlich, angenehm, gefährlich. Also wenn ihr euch wohlfühlt, ist auf jeden Fall ein Grund, vorsichtig zu sein. Danger. Trinkst du ein Bier? Ja. Ja, was ist das denn? Der Kühlschrank ist einfach ein Raum. Weil das ist ein Walk-in-Kühlschrank. Ja. Ich will sowas haben. Alter, das ist 5-Jahres-Plan, ne? Ja, 5-Jahres-Plan. Scheiß auf Kaffee-Kühlschrank-Dinge. Nein, aber ich glaube, das ist so ein Haus, da würden die Kardashians auch sich einbuchen, ne? Kann sein. Leute, das ist nicht die Norm. Dreht nicht durch, okay? Ihr braucht das nicht, um glücklich zu sein. Da muss ich wieder an die Staffel denken, die in Deutschland gedreht wurde. Wegen Corona. Oh Mann, die Armen. Ich immer noch mit Kleidung. Die schauen sich jetzt das auch an und denken sich so, ja klar, Südafrika, letztes Jahr Mexiko. Ja klar, ich meine fucking Düsseldorf. Wie heißt dieses Hotel? Oder Berlin, jetzt? Weiß ich nicht mehr. Host, nee, wie heißt dieses türkise Hotel? Motel One. Motel One, so weißt du. Wo die eine daraus gekocht wurde noch im Finale, diese Steffi, in so einem Gümmelzimmer. Wo der Nico reinkam und so, ey, du bist es doch nicht. Und sie so, okay, ich gönn mir so ein Minibar-Sekt jetzt. Weißt du, so einen kleinen Kühlschrank einfach. Oh Mann, wie gemein einfach. Oh Gott. Die wurde danach ja lesbisch, ne? Wirklich? Mhm. Ja, wurde, weiß ich jetzt nicht. Naja, beziehungsweise nein. Wie heißt es, wenn du einfach den Körper liebst? Einfach die Seele. Ah, das muss ich doch wissen. Das musst du wissen. Pansexuell. Ja. War dein Tag genauso crazy wie meiner? Weiß ich nicht genau. Ist auch so, ja, weiß ich nicht genau, was hast du denn gemacht? So weißt du. Keine Ahnung. Unterschiedliche Menschen einfach. Das ist normal. Oh Mann. Ich muss sagen, das Einzeldate meines Lebens. Mein Tag war wundervoll und ich hoffe, seiner war es auch. Das ist eine offene Beziehung, meine Meinung. Ja, ja. Also, ich hatte einen ganz tollen Tag, aber ich hoffe, mein Partner hat ja auch einen ganz tollen Tag. Ja, genau. Aber ich finde, der aus Bayern, das war das Date seines Lebens, hat er erzählt. Kann ja sein, sonst ist es ja nur Pumpen. Vielleicht hat er keine Dates. Ich bitte dich. Und der Mann hat. Aber du sagst auch, ich bitte dich. Also, du machst ja natürlich tagtäglich solche tollen
Bad Dates mit irgendwelchen Fliegern über Kapseln so, ne? Ich glaube, nein, aber der Hamburger ist schon so, man hat von seinem Blick gesehen, so eingeschüchtert. So, okay, alles klar. Die hat er in seinem Schritt und ich habe noch nicht mal einen Kuss bekommen. Also, Also, neidisch war? Ja, ich finde, der Münchner kann es gut ausschmücken. Sagen wir es mal so. Ja, aber ich glaube, der ist auch einfach so ein bisschen begeisterungsfähiger. Vor allem hier, der Hamburger ist halt auch irgendwie die ganze Zeit auf seinem Segelboot unterwegs hier. Weißt du, ich meine, für ihn war es halt ein Boot. Stimmt. Weißt du, ich meine? Ja, ja. So, naja. Wie wenn du einen Taxifahrer einlädst, Mercedes zu fahren. Den ist ja auch gut. Ja, okay, verstehe. Vor allem, wie wir aber jetzt die ganze Zeit sagen, der Münchner und der Hamburger, ne? Der ist gar nicht aus München. Ach so. Das ist aus dem Allgäu. Ja. Unfassbar entspannt. Wirklich unfassbar entspannt. Ich habe keine Ahnung, was du erzählt hast. Aber es war wirklich richtig geil. Und dann gab es natürlich schon so den Moment. Gab es einmal kurz. Ja, wo wir uns so kurz lange angeguckt haben, wo es eigentlich schon, muss ich sagen, gut gepasst hätte. Ja. Hast du dich dagegen entschieden? Ja, das hätte so ein bisschen die Magie genommen. Wenn du jemanden richtig gut findest, dann musst du schon so ein bisschen Spannung noch ein bisschen halten dafür. Irgendwie finde ich die Situation ein bisschen. Deren Blicke sind auch so ein bisschen so, Frau, wie rede ich, alles gut, wird es jetzt bedrohlich irgendwie für mich, oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung, es ist so die abgeschwächte Version von Locker-Room-Talk, weißt du, ich meine? Was ist da? Locker-Room ist Umkleidekabine. Genau, Männer in der Umkleidekabine so prallen so, ein richtig geiles Date und so. Eigentlich würden die sagen, Bruder, Titten war brutal, weißt du, ich meine? Aber die müssen Kameraden. Nee, das glaube ich nicht. Aber wie findest du, weil du ja gerade gesagt hast, ey, wenn du jemanden richtig gut findest, wieder dieses Wording. Da finden die alle gut. Dann würdest du die Magie kaputt machen mit einem Kuss. Und du machst es nicht gleich am Anfang. Bist du nicht so, ne? Du denkst, der erste Date Sauna geht. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde, da gibt es keine Regeln. Ja. Oder? Ja. Nee. Wenn es irgendwas. Also, wenn es beim Dating was gibt, was ich richtig hasse. Hasse ich brutal. Hasse ich wie die Pest. Nein, aber dieses so, du darfst nicht zuerst schreiben, er muss zuerst schreiben. Ja. Oder du musst so und so viele Stunden warten, bis du schreibst oder antwortest. Oder du musst mindestens so und so viele Dates abwarten für einen Kuss. So dieses 3-Tage-Regel so. Ey, das ist der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe. Aber ich glaube halt, du bist sicher gebunden. Das, ich? Ja, das spricht bei, also ist er. Und Diagnose. Nein, aber das ist ja auch eher was für den Unsicheren. Weißt du, dass die da so diese Spielchen spielen, um irgendwie was zu kontrollieren und keine Ahnung. Finde ich super. Das ist genau die richtige Einstellung. Danke. Einfach schreiben, wenn es soweit ist. So kacken? Nee, ich wollte damit nur sagen, dass du meinst, dass es was für Unsichere ist, weil die so eine Art Plan brauchen, an den sie sich halten können, damit die irgendwie Stabilität haben quasi. Oder so eine Art. Ja, so. Plan einfach. Ich habe das ja immer gemacht. Ich habe zum Beispiel 4-Stunden-Timer eingestellt und habe gesagt, okay, ich mache mich rar, damit der mir interessiert bleibt. Warum? Weil ich unsicher bin in der Bindung. Ich bin ängstlich klammernd. Der wird zum Zentrum meines Lebens ganz schnell. Alles dreht sich um den. Ich habe Angst, ihn zu verlieren und denke, ich brauche solche Mechanismen, um ihn zu halten. Aber wenn einer sicher gebunden ist, dann hat er auch gutes Vertrauen in sich. Der kann Nähe zulassen. Der kann auch ohne große Probleme sagen, hey, ich mag dich und dem das auch zeigen. Mhm. Weißt du, wenn der andere dann zum Beispiel nicht mal antwortet, was machst du dann? Dann lässt du auch die Hände davon, oder? Wenn deine andere Seite dich zum Beispiel auf einmal ghostet, was machst du dann? Ghosten geht so dazu gar nicht. Da bist du raus, oder? Absolut respektlos, ja. Aber mach dich nicht hotter auf die Person. Nein. Ja, siehst du, ja. Hä, bist du wahnsinnig? Ja, ich habe das immer hotter gemacht. Ja, aber das ist doch Wahnsinn. Ja, Kollege, warum solltest du jemanden wollen, der dich nicht will? Oh mein Gott, ja. Ich komme jetzt langsam hin. Ja. Deswegen lasse ich mir auch den Löwen tätowieren. Ja, sehr gut. Aber wirklich, das ist... Macht für mich gar keinen Sinn. Perfekt. Also es macht für mich gar keinen Sinn. Guck mal, wenn die Person sich eine Zeit lang nicht meldet oder halt langsam ist Antwort oder was weiß ich was, ist doch alles cool. Ja. Dann kannst du auch nochmal nachfragen, bist du gestresst oder was weiß ich was? Und wenn dann halt nichts kommt oder einfach Desinteresse merkst, dann ja, okay, dann halt nicht. Guck mal, so. Also dann halt nicht. Das lerne ich erst jetzt. Wie alt bist du, Alter? Ja, 34. Warum muss man das lernen? Weil man anders, wie nennt sich das, Andere Erfahrungen gemacht hat, ja, einfach. Und die anderes mit einem gemacht haben. Aber ja, guck mal, wie schön. Krass. Ja. Ich finde es so krass, weil ich mache mir da nicht irgendwie Gedanken drüber. Mega. Also das sind einfach so meine Gedanken, die so da sind. Ja, und man merkt auch, woran man auch merkt, dass du sicher gebunden bist, ist, du bist ja auch nur in Beziehung. Dich findet man ja eigentlich so kaum auf dem Single-Markt. Nee. Nee. Also. Ja.
Ist auch, spricht dafür. Das wird mir aber teilweise auch negativ ausgelegt. Von? Weiß ich nicht. Also haben schon viele Leute gesagt von mir, gesagt, du kannst wohl nicht alleine sein. Ja, nee, die dich gerne hätten wahrscheinlich. Also. Ja, es ist so. Ja, lass es so stehen. Ich habe das Gefühl, dass wir da gerade beide auf einer ziemlich ähnlichen Welle gerade surfen. Ihr seid im gleichen Format. Also wir haben auch so viel gemeinsam. Ja, aber wir sind hier irgendwie voll, also seelenverwandt. Ja, aber die sind schon beide, fürs erste Date sind die schon beide so head over heels irgendwie so. Schon voll drin, habe ich das Gefühl. Ja, da haben die schon verrückte Bienen, also verrückte Mäuse gefunden. Die werden uns viel liefern. Hast du auch mal in dem Moment auch an die anderen gedacht? Nee, also während des Dates habe ich gar nicht an die gedacht, ehrlicherweise. Aber danach dann. Danach, gell? Ja. Safe wollte er eigentlich sagen, er hat auch an andere gedacht. Er meinte so, und hast du auch an die anderen gedacht? Also nee, währenddessen habe ich nur an sie gedacht. Also ja, safe auch. Aber danach, ne? Ja. Die gibt's ja auch schöne noch. Bilder, ey. Also jetzt pass auf. Ist doch hier niemand nackt vor. Geil, so. Weil du kannst jetzt hier gerade deinen Traumdreier zusammenstellen. Nicht immer das voll so eine dreckige Lache, ne? So. Übertreib! Stimmt ja, ey. Jetzt lachst du noch. Ja, jetzt sind sie gleich. Also ich finde ja die recht heiß. Die gefällt mir schon auch sehr gut. Ist das so? Kennst du noch dieses, wo die bei Toys R Us waren und alle Spielzeuge, ja, klar. Das bei denen gerade so, ne? So diese Spiele. Die finde ich auch geil, die geile. Die Titten und der Arsch. Das ist so meine Empfehlung. Ich habe 5 gelesen und ich habe Katjas Samen gelesen. Warte doch einfach kurz, dann können wir es doch vorlesen. So unnötig. Also ich musste mir echt auf die Zunge beißen, dass ich da nichts sage, aber ich wollte jetzt nicht direkt so sie aggressiv angreifen oder so. Ey, warte, ich bin auf Toilette. Ich war kurz auf Toilette, aber sie halt am liebsten jetzt schon direkt den Hammer aus. Ja! Ich wollte nicht sagen. Jawohl. Ich muss mich voll zurückreißen, dass ich nicht jetzt schon den Hammer hole. Ich schwöre. Richtig cool wäre natürlich, wenn wir die Big Five sehen können. Ja, aber hier kann ich mal meine Big Five hier erzählen. Und zwar ist das Bankdrücken, Klimmzüge, Dips, Kniebeugen und Kreuzheben. So sieht es nämlich aus. Bester Mann, Alter. Geil, das wird doch sympathisch. Das war ja richtig geil. What, das sind Löwen? Ach du Scheiße, krass. Ach krass. Ja, Wahnsinn, guck dir mal den Kopf an. Boah, ist das krass. Ich schwöre, das ist Life Goal. Das ist schon geil, mal, hast du auch schon 3 gemacht? Nee, noch nie. Boah, ich will unbedingt eine machen. Nee, also das ist. Das ist so heftig. Ich fühle mich auch gerade, als würde ich eine machen. Ey, mit dir ja, so. Ja, ist so. In den Chisel-Klamotten. Oh, geil. Melanie Nadi auch das. Ja, das ist voll heftig. Ey, aber, das ist so heftig. Ich, ungelogen, so Großkatzen ist eigentlich völlig egal, was für welche. Ja. Alter. Komm da nicht klar. Ich denke wirklich, ich komme da nicht klar auf diese Wesen. Ich denke mir so, es ist so Wahnsinn, dass diese Wesen überhaupt existieren. Ja, sehe ich genauso. Hey, und trotzdem, so immer wenn ich sie da liegen sehe, denke ich an Doni und Charlie. Wirklich? Ja, das ist so irgendwie so ähnlich. Weißt die du? Beiden Laus. Die sind so kleiner. Wenn ich ins Gesicht gucke, ja. Schlechte Laune. Ja, man kriegt so Aggression, scheiße Laune. Was ist denn falsch mit dem? Boah, krass. Girl, genieß mal ein bisschen dein Dasein. Also ich weiß ja nicht, was hat die denn, was will die denn schon gemacht ich haben? Ich finde es ganz übel. Kennst du das, wenn dich das so hochschaukelt? Diese miese, petrigen Menschen. Die sich da gegenseitig so bestärken auch noch in diesem Negativspirale. Ja. Wirklich. Klar. Boah. Wenn ich die angucke, kriege ich schlechte Laune. Boah, ich finde es ganz schlimm. Leonin weiß ganz genau, was sie hier macht, warum sie hier ist. Ja, aber wäre auch schlecht, finde ich, ne? Ja, richtig. Und du nicht, oder was? Du weißt nicht, was du hier machst, oder wie? Bist du da... immer diese Aussagen. Ja. Was sollst du denn sonst da machen? Oh Mann. Die sind einfach nur sauer, dass die das Gleiche machen wie sie, aber halt ein bisschen besser. Dass sie das besser macht? Ja. Ja. Weißt du, wie ich meine? Sie weiß genau, warum sie ist. Sie weiß genau, was sie macht. Mhm. Ja, du weißt es doch auch. Mhm. Aber sie macht es halt erfolgreicher. Und deswegen ist das ist das Problem, ja. Du bist dein Favorit, so. Wir wissen es jetzt so, wir haben es jetzt verstanden. Ja, nein. Du bist dein Favorit, bla bla. Was dann? Bleib bei euch. Verstehe ich nicht. Das ist halt das Ding.
Ich freue mich für jeden hier drinnen. Ja, same. Außer für sie. Das ist so gelogen. Hart gelogen. Ja. Das ist einfach krass gelogen. Ja. Die anderen haben ja noch gar nichts zu erzählen. Jede andere hätte auf dieses Date gehen können. Und sie hätte sich genau gleich verhalten. Ja, ja. Vor allem, ich finde, wie sie es gerade erzählt hat, sie hat auch einfach nur wiedergegeben, was passiert ist. Das ist wirklich, ganz ehrlich, du gehst auf ein Date und dann wollen die anderen natürlich wissen, okay, was war. Und dann erzählst du es. Oder wäre es jetzt besser gewesen, sie hätte einfach nichts erzählt? Dann hätten sie genauso gehatet. Richtig. Und außerdem hat sie auch niemanden, dem sie das sonst erzählen kann. Sie muss das auch jemandem erzählen. Sie hat ja kein Handy. Sonst hätte sie ihre Mutter gevoiced oder so. Aber sie muss das jemandem erzählen. Yeah. Boah, das ist auf jeden Fall eine Aussage. Also hat ganz viel Aussagekraft über eure Art. Das ist 100% einfach nur Neid. Ja, es gibt ihr nichts jetzt irgendwie zu unterstellen, nur weil sie von dem Date erzählt, sie war auf dem Date, sorry, soll sie dann einfach sagen, sie war nicht auf dem Date oder was? Ganz wenn die Leute fragen, wie es war, soll sie dann einfach nichts erzählen oder was? Check ich nicht. Mm. Also check ich absolut gar nicht. Und wenn sie sagt, wenn sie nach ihrem Gefühl her so empfunden hat, dass der Vibe gepasst hat oder wie auch immer, soll sie dann lügen, um dich, damit du dich besser fühlst. Ja, damit du dich besser fühlst, ne? Damit du dich besser fühlst, sagen, ja, war nicht so, oder was? Und wie die sich auch selber anlügen, so, ja, so, jeder anderen hätte es gegönnt, aber ja, halt shit. Maul. So, shit. Fertig. Aber auch, ist Sebastian blind, so? Hat der sich mal die Mädels hier angeguckt, wie hübsch die alle sind? Die ist eine, die ich als erstes vom Aussehen her rauswählen würde. Lass mal jetzt abwerten, um sich besser zu fühlen. Das verstehe ich auch nicht. Doch, das ist logisch. Nein, das ist unlogisch. Eigentlich das ist logisch. So, wie wenn Typen eine Frau in der Bar ansprechen, so, hey, na, darf ich dir einen Drink ausgeben? Und ich sage, nee, danke, alles Gute. Ja, du bist eh hässlich. Du, Alter, ich hätte es meiner gesagt. Ungelogen, wie kann man so sein? Ja. Wie kann man so sein? Ja. Das ist eine unfassbar ekelhafte Eigenschaft. Mhm. Richtig eklig. Was laberst du, Alter? Ich will sich jetzt einfach nur ein bisschen besser fühlen. Ja, aber du fühlst dich nicht besser, wenn andere sich schlechter fühlen. Hab ich die letzte Mal schon gesagt. Hab ich doch letztens gesagt. Kannst du dich nicht mal. Ja, aber bei vielen funktioniert das halt so. Nein. Doch. Nein, dein Glück ist nicht abhängig von dem Glück anderer. Ja, was ist in vielen Köpfen so? Nicht in allen. Das redet man sich ein, aber faktisch bringen tut's nichts. Ihr geht's hinterher nicht besser. Aber viele tun das ja. Warum tun das denn viele? Weil die dumm sind! Ja, okay. Okay, aber es tun viele. Ist doch so. Ja. Oder wenn sie jetzt sagt, guck mal, die ist hässlich, geht's ihr dann besser? Ja. Nee. Nein. Ja, richtig. Genau. Das ist Showtime. Ja. Das muss sich gut anfühlen, wenn du in meinem Arm bist. Ich muss sagen, da genieße ich schon den Ausblick ja noch ein bisschen lieber. Vor allem ist es wieder so, dass sie den gar nicht sieht. Den Ausblick, der ist hinter ihr. Das ist so. Ja, ich glaube, da hinter mir ist schön. So ist es. Das muss für die Kamera schön aussehen. Sieht so auch nicht so aus, als würdest du das jetzt so richtig genießen. Das ist so geil. Eigentlich haben so die Kameraleute immer die geilste Aussicht und die müssen immer diese Kameraleute angucken, die dann da stehen in ihren Cargo-Shorts und durch so eine Kamera klotzen. Ja, Mann. Was glaubst du, wie wohl fühlst du dich gerade auf einer Skala von 1 bis 10? Ah, also, von dem, was sie sagt, würde ich sagen 8, aber von dem, wie sie aussieht, eher so 3,5. Ja, so 2, 3. So richtig so. Okay, ja, ich bleib jetzt hier. Ja. Genau. Fremder Mann. Ups, sorry. Was ist ja jetzt? Oh, das ist jetzt richtig herrlich. Okay. Ich finde das richtig unauthentisch. Ja? Digga, wir haben unser ersten Smalltalk, ne? Und dann so. Direkt im Arm, meinst du? Ja. Er ist irgendwie. Ja, und wie für, und vor allem, wie soll man sich dann so auch angucken? Vor allem, man will doch nicht direkt, wenn man sich nicht so kennt. So, oder? Ja, das ist doch voll unauthentisch. Ich glaube, entweder es ist so, dass sie denken, das gehört dazu, man muss so. Ja. Oder es ist, weil es da so windig ist, so ein bisschen kalt. Dass sie wegfliegt? Nein, achso. Nein, einfach um ein bisschen halt zu spenden, so. Weißt du, ich meine? Das kann man ja auch voll. Ja, ja, kann auch sein. Wir sind ja nicht dabei. Ohne so wilde Intentions zu haben, kann man ja trotzdem einfach sagen, hier, komm in meinen Arm, damit die nicht so kalt ist. Hm. Also, das ist zumindest so was ich auch machen würde. Wenn du mich beim ersten Date so in den Arm nimmst und ich kenne ihn noch gar nicht. Dann bist du schon verliebt. Nee, das wäre für mich ganz schlimm. Echt? Ja, weil erstens, also ich will dich nicht angucken, aber ich kann auch wirklich nicht, wenn wir gerade warm werden, so an dir nah dran sein und riechen, was du gestern noch gegessen hast. Oder? Nee, das wäre, nee. Ich dachte am Anfang erstmal, er könnte vielleicht einen Stock im Arsch haben. Ein kleines bisschen. Aber der Stock ist nur halb drin. Ja, nicht so mein Schlag. Aber es gibt ja noch einen zweiten Bettschlag. Auf den könnte ich noch ausweichen. Heute wurde ich tatsächlich so ein bisschen vom Gegenteil überzeugt.
Sie steht gar nicht auf ihn. Meinst du? Sie steht gar nicht auf ihn. Was meint ihr? Ich glaube, es ist vielleicht aber auch einfach ihre Art so. Ich habe, nee, glaub mir, mein Venusvögel sagt immer schon, was abgeht. Sie steht gar nicht auf ihn. Und ich glaube, sie ist auch eine, die wechselt. Ah ja. Sie wechselt 100% das Team. Echt jetzt? Ja. Und was wollen wir wetten? Willst du mit mir wetten? Können wir machen. Ja. Du musst den Zuschauern deine Po-Button zeigen. Beide. Spaß. Nein, aber ich habe das. Ich also beide. Ey, eine ist okay. Aber mal halt lang. Nein, das wird, glaube ich, gesperrt auch. Aber. Wirklich? Sollen wir es testen? Ich glaube, sie wechselt. Die hat gar keinen Bock, das spüre ich voll. Auf was für einen Typen stehst du? Groß, dunkelhaarig und sportlich. Also hast du schon mal gute Chancen. Ich muss auch jetzt mal den Kopf schütteln, wenn du fragst, auf was für einen Typen stehst du. Also, ja, groß, dunkelhaarig, sportlich. Mhm. Ich find diese Oberflächlichkeit ekelhaft. Irgendwie. Ist abstoßend. Selbst wenn ich jetzt genau drauf zutrifft, so auf das, was mich auch ausmacht, finde ich irgendwie ekelhaft. Wenn ich jetzt als Mann sagen würde, ja, blond, fette Titten und kleiner als ich. Aber das sagen 90% der TV-Protagonisten der Trash TV. Ja. Also ich finde es übelst ekelhaft. Also ich finde es ganz, ganz komisch. Team Titten, blond, groß, keine Ahnung, schlank. Ja. Das sagen die. Ist alles ganz, 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 ganz komisch. Ganz furchtbar. Was machst du denn, wenn du jemanden toll findest und der hat anstatt blonde jetzt braune Haare? I don't know. Der Locken hat anstatt glatte Haare. Aber am schlimmsten finde ich aber noch, es ist ja schon schlimm, wenn, finde ich auch, wenn sie jetzt so sagt, groß, dunkelhaarig, sportlich und es trifft auf ihn zu, aber es gibt ja sogar noch Leute, die daten, wollen auch, dass es weitergeht, aber sagen einer Rothaarigen, ich stehe eigentlich auf Brünett. Stimmt. Das gibt's auch. Hat nicht Ostern bei Mission in Paradise ist zu Layla, glaube ich, gesagt, ja, dass auch Nadine steht. Ja, was soll man dann sagen? Ja, go for it. Also, have fun. Ja, aber das ist weißt halt auch genau das Ding. Das ist richtiger Unsinn. Ja, aber Osan, ne? Was denn? Ja, wir bist du ein Mann? Wie stehst du zu Körpersprache? Also findest du irgendwie, das kann man so spüren? Also ich würde schon sagen, ich spüre jetzt auch gerade schon ein bisschen. Spürst du die Taschenlampe von der Brille? Ja, genau. Ach, das ist das, okay. Aber hattest du schon mal jemanden in deinem Leben, wo du sagst, okay, das war genau das? Sonst wäre ich ja nicht hier. Nee, stimmt, das ist eine Frage. Dumm oder was? Das war richtig so. Junge, bist du gegen die Wand gelaufen oder was? Ja, siehst du aus? Also meine letzte Beziehung ging ja tatsächlich 4 Jahre und wir waren sogar am Ende auch verlobt. Oh, okay, spicy. Aber das könnte ihr Interesse wecken. Glaubst du? Dann denkt sie sich so, oh, es gibt doch Frauen, die auf ihn stehen. Okay, das ist interesting. Spicy. Meinst du? Was ist denn an einer Verlobung spicy? Spicy? Ich weiß, spicy passt für mich gar nicht, das Wort. Ach, spicy, dazu. Verlobung. Hast du mich gar nicht dazu. Hätte er jetzt gesagt, er hatte schon 4 Vierer oder so, Gangbang, dann würde ich sagen, spicy. Also ich war verlobt, spicy. Ja, du warst schon verlobt, auch schade. Also schon eher schade, oder? Wenn man sich ja was vorgenommen hat, was Wichtiges vorgenommen hat, was nicht funktioniert. So kann man es nehmen, ja, genau. Aber nicht spicy. Aber jetzt nochmal ganz kurz eine andere Sache. Ist es irgendwie eine Gebrauchsspur, wenn man verlobt war? Ist das so ein Ding? Eine Gebrauchsspur? Ja, keine Ahnung. Es wirkt so, als wenn er so sagt, ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt sagen soll oder so, als ich schon mal verlobt war. So, also, das ist jetzt... Ab diesem Minuspunkt ist meinst du? Ja. Ach so. Ist das mehr, als ich war mal mit einer 4 Jahre zusammen? Also für mich nicht. Für mich nicht. Also für meinen Empfinden her jetzt nicht. Für mich auch nicht. Wenn ich jetzt wüsste, dass, keine Ahnung, wenn Sarah jetzt verlobt gewesen wäre, bevor ich sie kennengelernt habe, hätte es für mich nichts geändert. Weil warum? Wer ist Sarah? Krass. Nein, also, wenn meine Freundin verlobt gewesen wäre, bevor ich sie kennengelernt habe. Ach, du hast eine Freundin? Ja. Das wissen doch schon. Ich weiß. Ja. Wenn sie verlobt gewesen wäre, bevor ich sie kennengelernt habe, das hätte für mich nichts geändert, glaube ich. Aber vielleicht, weiß ich nicht, manche Leute sind doch auch sogar eifersüchtig auf Ex-Freunde und so. Weißt du, ich meine? Ja, aber die Frage ist halt, und wenn die dann noch sich denken, oh, er ist nicht nur ihr Ex-Freund, sondern die war sogar verlobt. Ja, aber so, was macht eine Frau? Warum ist er nicht verlobt mit mir? Ach so, weiß ich mein. Dass man die Status so vergleicht. Ja, genau. So. Ah, deine Ex-Beziehung war lieber wichtiger als deine jetzige. Oder vielleicht. Das könnte es sein. Vielleicht. Also für mich ist es auch wieder Schwachsinn, persönlich, aber
Ja, weil du sicher gebunden bist. Ja. Ist wieder. Ja. Gleich erstmal in der Villa. So macht sie aber wirklich. Ja, nee, doch nicht. Hä, hey, locker macht sie das. Die Hoffnung, dass sie es weiter erzählt, dann muss ich das nicht jeder Einzelne erzählen. Okay, besser lässt es einmal raus. Ja. Oder er lässt sich so ein Shirt bedrucken. Ich war voll not, ich muss es dann gar nicht mehr sagen. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass in den meisten Fällen, wenn einmal irgendwie ein Riss in der Tasse, was auch so charakterliche Sachen betrifft, dann kann man da nichts dran rütteln, so sehr man sich das wünscht im Endeffekt. Ne? Ach, das finde ich auch eine komische Aussage. Wenn da mal ein Riss in der Tasse ist, dann kann man es auch nicht mehr. Das heißt, so bei der kleinsten Schwierigkeit scheiß auf die Beziehung, oder? Das ist schon eine dumme Aussage. Ja, aber ich glaube, sie meint irgendwie grundsätzliche Charakterzüge. Wenn du sie wirklich grundsätzlich vom Wesen her so unterschiedlich machst. Naja, aber warte mal. In dieser, oh Gott, das könnte jetzt wieder so eine lange Geschichte werden. Aber wenn die ja 4 Jahre zusammen waren und das ja alles hatten und am Ende dann aber festgestellt haben, ups, jetzt ist der Humor irgendwie ein bisschen weg, so. Vielleicht kann man den ja auch wiederbekommen. Es kommt ein bisschen drauf an. Also ich verstehe die Aussage nicht so ganz mit dem, das Thema Humor hat irgendwann nicht mehr gepasst. Also, ja, wie denn auf einmal nicht? Also, verstehe ich nicht. Ja. Also habt ihr dann auch... Was hast du auch machen können? Ja. So. Einfach meditieren. Das ist, glaube ich, richtig unspannend, aber für die Stimme okay. Nee, aber ich verstehe nicht so ganz, was er damit meint, ehrlich gesagt. Ich hätte da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr nachgefragt. Aber wahrscheinlich hat er keinen mehr hochbekommen. Das glaube ich. Das wollte er eigentlich sagen. Oder sie hatte keinen Bock mehr auf ihn. Nee, vielleicht meinte er, dass sie sich nicht mehr... Also nichts mehr zu erzählen die Leichtigkeit verloren haben und halt irgendwie nicht mehr zusammen viel Quatsch machen konnten. Also vielleicht haben sie wirklich nur noch... über ernste Themen geredet, nur noch über Job geredet, ja, über irgendwelche Ziele, Pläne geredet. Ja. Und alles hat sich so versteift so ein bisschen. Oder vielleicht irgendwie so. Ja, das also kann am, sein. Am falschen Ende versteift. Ja, ich wollte auch einen steifen Witz machen, aber... Ich gehe in die nächste Nacht der Rosen mit einem sehr guten Gefühl. Ne? Also ich denke schon, dass er Interesse hat, mich auch noch mal kennenzulernen. Das sind auch beide so ein bisschen Schlaftabletten, ne? Na? Aber vielleicht braucht sie deswegen einen lebendigen... Das kann ich mir auch gut vorstellen, aber sie ist ja jetzt auch nicht die Entertainerin, ne? Deswegen braucht sie einen, der sie ein bisschen hebt. Ja, obwohl ich glaube, dass sie schon mit ihrem so unterschwelligen Sarkasmus, weil sie so ein bisschen durch hat blitzen lassen, schon auch lustig sein kann. Ja. Aber halt nicht so auf so laute Weise. Ja. Mal gucken. Man hat auch in den Safari-Touren gemerkt, und man wird es bestimmt jetzt auch gleich hier wieder sehen, wenn sie so in Gruppensituationen sind mit den Mädels, dass voll die unterschiedliche Stimmung da ist. Ne? Mhm. Der aus dem Allgäu unterhält voll und ist ne, so... steht ja auf Knackärsche und dies und das und bla bla bla. Und der andere ist dann so, ah, guck mal, ein Elefant. Yeah. Ach, schön. Bisschen bewegen. Mhm. Das hat echt gut geholfen, ehrlicherweise. Ja. Können wir bitte noch über eine Sache reden? Mhm. Das erinnert mich gerade an so eine Situation, jetzt wo wir auch -4 Grad hatten und so, ne? Habe ich wirklich 3 Tage in Folge Frauen gesehen, die da wirklich mit ihrer Nylonstrumpfhose über den Rödingsmarkt gelaufen sind. Na, wo ich mich so frage, also Downjacke bis hier und unten leere Beine. Also so. Leere Beine. Also, nackte Beine. Warum macht ihr das? Und hier, guck mal, den Jungs war ja schon im Anzug kalt. Yeah. Und die Girls sind hier in so Saturnkleidern. Mhm. Warum? Die kriegen noch eine Nierenentzündung. Die Armen. Nee, ich glaube, dass die einfach auch schon abgehärtet sind. Überleg doch mal, wenn Frauen. Club gehen und so, immer in irgendwelchen Kleidchen oder wie auch immer, mit offenen Schuhen und so weiter, sind abgehärtet. Sind abgehärtet. Wenn die feiern gehen, wissen die, okay, es wird gefroren. Es ist so. Ja, aber ganz ehrlich. Warum? Oder die wussten halt nicht, wie sie packen sollen für Südafrika. Ja, Südafrika ist mega warm und denen ist nicht so bewusst, dass es da schon windig sein kann. Und so. Aber du bist ja ein Modedesigner, ne? Ja. Hält, weil das ist das, was Frauen dann meistens sagen, das hält warm. Eine Nylonstrumpfhose hält erstaunlicherweise richtig warm. Echt? Ja, du würdest es nicht erwarten, aber es hält richtig warm. Würdest du jetzt im Winter unter deine Hose noch eine Nylonstrumpfhose anziehen? Das würde einen Todesunterschied machen. What the fuck? Ich finde, das ist mit das Ekligste. Also, Nylonstrumpfhose? Ja, auch sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Es gibt ja auch welche für Männer. Also Männer tragen das ja auch. Okay. Es gibt ja Fetische. Aber ich finde auch bei Frauen Nylonstrumpfhose. Aber es ist auch ein Fetisch, den ich nicht nachvollziehen kann. Also, ist ja persönliche Präferenz, aber... Nylon finde ich jetzt auch nicht so super unattractive. Ja. Ja, ich stelle mir auch immer vor, wie das stinkt und so. Das ist Plastik. Ja, das ist Polyamid. Ich fand, dass das eine sehr lockere Stimme war. Alle waren locker, außer er. Außer er. Das ist Stock ist wieder ein bisschen zu reingewischt. Okay, weil das ist jetzt vorbei. Unangenehm. Guck mal, der Arme.
Oma und sie unter anderem riecht es so bäm und die Party seines Lebens. Mein Leben hier. Und dann ist so, die Party ist auch getan. Ich glaube, das wird sich noch zuspitzen. Ja? Ja, das der Hamburger wird abgefuckt sein von der ganzen. Der Hamburger wird, glaube ich, immer zu unsicherer und unsicherer werden. Habe ich echt das Gefühl. Ja, weiß ich nicht. Das meine ich auch schon, erst war so einfach der ruhige Typ und so, aber nicht so dieses Unterwürfige. Ich glaube schon, dass er genau weiß, dass er einfach ein anderes Wesen ist so und dass es ja, dass er einfach weiß, dass er nicht so ist, aber dass es ihn nicht zu einem schlechteren Menschen macht. Nee, aber irgendwie mal gucken. Also ich kann mir nur vorstellen, dass es ihm vielleicht auf den Sack geht irgendwann. Mhm. Das kann natürlich ja, so war's. Ja. Dass sich das so zuspitzt, das meinte ich damit. Ja, gucken wir mal. Immer wieder dann komplett quer über die Tanzfläche habe ich das Gefühl gehabt, dass die Larissa, die hat einfach nur mich gesehen. So, und ich habe in dem Augenblick auch nur sie gesehen. Das ist so ein MDMA-Moment. Und du hängen bleibst einfach mit deinem Blick, meinst du? Ich wollte einfach mal hören, wie es so fand, dass wir auch so ein bisschen Körperkontakt hatten. Hattest du heute Morgen steifen deswegen? Wir waren auch so. Ja, und dann ist ja, wir ein bisschen Körperkontakt hatten. Ja, ihr habt nicht miteinander geschlafen, ey. Chill mal, das war echt, also wirklich. Ich sitze manchmal im Linienbus genauso eng mit irgendwelchen Leuten zusammen, weil der Bus voll ist. Das ist nämlich dann immer noch kein bisschen Körperkontakt. Weiß Sarah das? Wie fühlst du dich in Bezug auf Sebastian oder mich? Es ist ganz gut, dass du das ansprichst. Ich habe da noch nicht so meinen Platz gefunden, wenn ich ehrlich bin. Was meinst du damit? Sie hat Bock auf beide? Ich fand es krass, dass sie das einfach so rausgehauen hat. Also gut, dass sie so ehrlich ist, aber ja. Es ist taktisch unklug, oder? So, ja, kann sein, dass ich den besser finde. Wenn man findet sich ja gut in der Show. Ja, aber er weiß ja auch nicht, welche er am besten findet. Das ja, ist ja nicht fair. Ja, deswegen, ich finde es gut, dass du es gesagt hast eigentlich, aber es ist halt so, also wenn du jetzt rein taktisch sprichst, ist es ja nicht so schlau. Je nachdem, wenn du da sitzen hast. Wenn du einen hast, der auf so Unerreichbarkeit so ein bisschen abfährt, das kommt immer drauf an. Das ist aber auch nicht gesund, wenn du auf sowas stehst. Nee, das sagt ja keiner, aber es gibt's ja trotzdem. Meinst du? Freut mich, dass Tschüss. Wir sprechen konnten. Mich auch. Das hat man so ein bisschen am Blickkontakt gemerkt. Sie wird mir da schon das Vertrauen geben. Das war so ein besoffener Blick. Und also Blickkontakt, oh, vielversprechend, weißt du? Mir ist halt das Aussehen grundsätzlich überhaupt nicht wichtig. Ist klar, ne? Ist schon wichtig. Es ist einfach die beste. Wie bei deiner letzten Beziehung so. Ich hatte noch keine. Also Aussehen ist mir wichtig. Also schon wichtig. Also was klar, schon. Sie? Also, ja. Bubelicious, es ist wichtig. Ey. Es ist wichtig. Die ist ganz, ganz sonderbar, die Frau. Ja. Vielleicht geht ja auch mal so ein bisschen von dir ein Gespräch los. Ja, das ist mir schwer gefallen da. Mhm. Aber jetzt sitze ich ja hier. Ja, finde ich super. Wenigstens mal jetzt die Möglichkeit. Ja. Ich würde sagen, das vibe nicht so. Ja, sie wirkt halt auch ein bisschen schüchtern. Es steht einem einfach so voll im Weg. So Schüchternheit steht einem voll im Weg. Nicht. Lass es doch einfach. Ja, kann man sich natürlich nicht aussuchen, so, aber ja, es bringt einem ja nichts. Es bringt einem nichts. Dennis finde ich sehr extrovertiert, sehr lustig und da habe ich direkt so eine sexuelle Anziehung gehabt. Was heißt Sex? Da bin ich feucht geworden. Ey, wolltest du auch sagen? Oh, ich habe direkt angefangen, meinen Kiefer zu lockern. Geil. Eine Energie gespürt, die schön war. Und sie hat aber gehofft, dass sie das andere wegschneiden. Sie hat ja den Satz nochmal angefangen. So sexuell. Ich habe im gedanklich schon geblasen. Ach, was rede ich jetzt? Also ich habe da so eine Energie gespürt. Und so. Sie wäre slick, aber nee, es ist drin geblieben. Du bist bei RTL, weißt du, wie ich meine? Du, lass mich jetzt nicht im Stich. Oh, das finde ich aber süß. Dass er sagt, lass mich nicht im Stich? Dass er ihn mit animiert. Das finde ich gerade. Oh, ich mag den... Allgäuer jetzt doch. Die haben beide Eigenschaften, die man mögen kann. Ja, voll. Aber, sweet. Aber für Personen, die halt nicht so diese Tanzmäuse sind, ist es ultra nervig, wenn dann jemand an dir rumrüttelt und sagt, komm mit und so. Du bist eine Tanzmaus, so. Ne? Das ist, ja, aber es hat sich auch entwickelt. Ja. Ich mag es aber immer noch nicht, wenn Leute mich dazu auffordern, so, komm mal mit, wir gehen jetzt so. Naja, wenn ich Bock drauf hätte, wäre ich da. Weißt du, ich meine? Ja. So. Wenn man sich drauf einlässt, ist es manchmal cool, aber es kann auch schon übelst nerven. Als ich dich das allererste Mal gesehen habe, da dachte ich so, wow, das hat mich so eingeschüchtert. Warum? Wir waren ja auf dem Geburtstag von Katar. Ja. Ich glaube, da haben wir uns kennengelernt. Du hast gesungen.
Ja. Du warst so. Ich war so stilles Mäuschen und dachte mir so, boah, krass, der ist so offen. Okay, warte mal, wie viel Uhr war es und wie viel hatte ich da schon getrunken? Ja, ich hatte das gleiche getrunken. Aber ja, du warst wirklich, ich dachte so, boah, krass, finde ich cool. Ja, aber ich bin, ich singe unfassbar gern, Alter. Ja. Frag mal Sarah. Ja. Also. Ja, guck mal, jetzt, Silvester haben wir auch zusammen verbracht, da haben wir alle gesungen. Ja, richtig. Weißt du, aber ich habe mich auch in den Jahren entwickelt. Du hast dich entwickelt und es war auch eine kleinere Runde. Ja. So. Ja. Ich habe nicht so schwierig vorne wie Katar, Katars Geburtstag. Es sind halt 500 Leute da, bei mir halt nur 4. Oh. Qualität statt Quantität. Du hast ja auch Pfeffer, gell? Du hast auch Pfeffer, sag ich. Pfeffer? Pfeffer? Du hast auch Pfeffer, gell? Oh nee, der Hamburger ist so nerviger, der dann immer die ganze Zeit smalltalken will auf der Tanzfläche. Boah, ich finde das so schlimm. Auf der Tanzfläche ist... Kennst du? Das ist ganz schlimm. Oh, dann labert er und dann denk ich so, oh Mann ey, wir können morgen Kaffee trinken gehen. Können wir jetzt einmal kurz abschalten und tanzen? Ja, das geht. Ja, das ist wirklich so. Also Unterhaltung gehört nicht auf die Tanzfläche. Nee. Komm, ich hock mich zwischen. Ich möchte bitte alleine mit dir sprechen. Ich möchte jetzt einmal alleine kurz 5 Minuten mit ihm reden. Sie würde die dort innerhalb von einer Minute alle... Abstechen. K.O. schlagen. Die wird den allen einen Kick verpassen. Blaue Augen, gebrochene Nasen. Ich rede jetzt mit dem alleine. Ja. Hast du gehört? Ich glaube, sie muss noch ein bisschen lernen, dass auch der Ton so ein bisschen die Musik macht. Das kann man auch ein bisschen anders sagen, oder? Ja, voll. Ich glaube auch, dass sie, so, ich musste daran jetzt gerade irgendwie denken, aber vielleicht unterstelle ich auch was, aber sagen wir mal, die sind im Bett, die sind zusammen. Und sie sagt, kommst mal, bummst mich mal. Und wenn der dann so sagt, ich bin müde. Was für müde? Ich jetzt mal 5 Minuten nicht gebumst werden, okay? Und dann kannst du schlafen. Ich kann mir vorstellen, dass sie so eine ist. Hammer. Ja, Hammer. Ja, Hammer. Endlich. Oh, Wahnsinn. Oh, endlich. Das ist ihre Rolle auch falsch verstanden. Ich raste aus. Ich bin enttäuscht ein bisschen. Ich habe halt gar keine Ahnung, so wie ich das Ganze hier einschätzen soll. Oh, halt's Maul. Wirklich, das sind so Gespräche, die kriegt heute direkt keine Rose. Also, ich bin enttäuscht. Oh, endlich. Digga, ihr kennt euch gar nicht. Das ist so, wie kann man dann so schnell bitte so nervig sein? Nee, ich würde dann auch im ersten Moment denken, oh, es tut mir leid, dass du nicht die Aufmerksamkeit bekommst, die du dir gerne hättest, so. Mhm. Aber im Nachhinein denke ich so, halt, mach doch nicht so einen Druck. Mach es also, locker, ja. Spielerisch, ja. Weiß ich nicht, du hättest ja auch wirklich das anders, ein bisschen charmant alles ausdrucken können, das hätte ganz anders gewirkt, so. Wenn du es ehrlich wissen willst, du hast zu mir gesagt, ja, du bist auch eine sehr, sehr natürliche, aber mir sind zum Beispiel sehr, sehr schnell deine Lippen aufgefallen. Scheiße. Und dann dachte aber, mir so, aber sind ja, die sind auch ein bisschen übermalt. Aber also es ist immer noch nicht so das Gelbe vom Ei. Ja, wie soll es auch das Gelbe vom Ei sein, wenn du ihm offensichtlich ins Gesicht gelogen hast direkt? Warum? Wenn sie meinte, ja, ich bin eher so eine Natürliche, so. Aber er halt von 15 Meter erkannt hat, dass deine Lippen sehr wohl vom Doktor sind, Alter. Das ist halt schon schwierig. Die sind übermalt. Ja, genau. Ganz schwierige Aussage, würde ich sagen. Die sind wirklich übermalt. Die sind zusätzlich noch übermalt. Zusätzlich, ja. Das war keine Lüge. Ja, weiß ich nicht. Finde ich anstrengend. Nee. Finde ich einfach anstrengend jetzt schon. Maus. Ja. Selbst aus der Ferne. Wir sind schon angestrengt. Ich bin selbst schon angestrengt. Ich bin schon Schweißausbrüche, finde ich. Ja. Ja. Dürfen wir euch crashen? Nein, dürft ihr nicht. Nein, kein Spaß. Hast du denn eine tiefergehende Frage? Wie groß ist es? Daniel, du Ekliger. Dann? Boah, geil. Dann verschenke ich jetzt mal die ersten roten Rosen. Kann man hier die Wiedergabegeschwindigkeit ändern? Oh, ist das die mit dem Hammer? Nein, das war die Tänzerin. Oh nein. Die mit der da im Arm in Arm lag. Oh Maus, ich dachte, das ist Karma für die Hammerfrau. Ja, ich frage mich jetzt gerade, ob die auch einfach so mir nichts die Hose an ein oder so anderen Team geben können. Ich glaube ja. Ja, ne? Ja, ja, das ist jetzt egal. Einfach so wegschnappen? Ja, ist ja egal. Finde ich gut. Ich habe keine Regeln. Schau, Mädels. Ich glaube, das hat einfach auch alles nicht so gematcht. So. Ja, so. Die beiden Mäuse, die verlassen mussten, blenden wir euch jetzt ein. Die eine war zu schüchtern. Die andere? Zu hässlich.
Nein. Das war ein Scherz. Nein. Ja. Boydance, ne? Spannend. Was sagt ihr? Was ich glaube nicht, dass es jetzt ein großartiger Verlust ist, die beiden, ehrlich gesagt. Nee. Also die eine oder so nicht mehr, die war ja quasi tot. Innerlich. Die Arme, die war schüchtern. Ja. Naja. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Vergesst nicht, Chisos Collection ist da. Yes, vergesst nicht. Könnt ihr auch zum Stillen benutzen. Ganz einfach. Ja, bis zur nächsten Woche, ne? Bis zur nächsten Woche. Jetzt wird erstmal wieder 30 Stunden geschnitten. Dir viel Spaß beim Cutten. Und bis dann. Ciao.